definitiv besser umschauen, weil hier gibt es noch sehr viele interessante Sachen. Von diesen ganzen Gegnern, die es hier gibt. Und vor allem auch von in der Welt hier gibt es viele interessante Items zu finden. Lulu, mach mal, schwäche mal bitte gescheit mit Haaresmagie Baska. Da musst du ihn jetzt mal richtig ordentlich schwächen. Wunderbar. So, Spike, du greifst normal an. Boah, nur 1000. Es ist fast schon zu wenig. Oren macht deswegen mal einen Panzerbrecher. Du verteidigst, Spike. Mach einen Rapidschlag. Wow, schön gemacht. Och, nicht schon wieder Erdbeben. Ist doch eh ungefährlich, die Attacke. Oh! Wenn du es zweimal machst, dann könnte es gefährlich werden. Spike, du hast also die Ehre, mach ihn kaputt. Ist es nicht dein Ernst? Du hast ihn mit 20 KP leben lassen. Okay, Oren, mach du ihn kaputt. Gut. Jetzt ist es erstmal wichtig. Yuna, heil uns mal alle. Ja, wo bin ich denn hier eigentlich? Verdammt nochmal. Ich habe mich irgendwie verlaufen, habe ich das Gefühl. Die ganzen Zufallskämpfe habe ich keine Ahnung mehr, wo ich bin. Wo ich jetzt eigentlich noch richtig bin. Och, nicht schon wieder ihr. Ihr seid doch so nervig. Ich glaube, ich stelle mal um auf Ekstase-Kampfgeist wieder. So. Dann wäre das erledigt. Ja. Und nun? Bin ich hier noch richtig oder bin ich jetzt schon falsch? Ich habe das Gefühl, ich bin hier falsch. Wolframator heißt der, oder? Wolframator. Oh, es tut mir leid. Euch habe ich noch in Erinnerung. Oren, mach mal bitte einen Panzerbrecher. Sehr schön, der eine hat schon keinen Panzer mehr. Ja. Lulu. Mach mal Baska. Damit der mal ordentlich geschwächt ist. Oh, schön. Das ohne Geistbrecher. Na, das freut mich. Ja, Spike, du darfst ihn jetzt kaputt machen. Sehr schön. Lulu. Füge ihm mal wieder ein bisschen Schaden zu. Aber nicht mit Vaska, sondern mit Feuga. Weil ich es gerade noch gesehen habe, der heilt sich jetzt durch Wasser und Eis, der andere. Oren Grumps. Okay. Der gehört wohl wieder Spike, wollte ich gerade sagen. Scheiße, ich habe bei dir den Panzerbrecher vergessen. Dann gehört er eben Oren. Ja, die Gegner hier, die sind jetzt schon härtere Teile. Wo zum Kuckuck muss ich hin? Oh Mann, ich habe mich verlaufen. Habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich habe mich verlaufen. Hier schon wieder. Oh Gott, ich kann nur noch zweimal hassen. Dann mache ich es einmal auf mich selbst. Oren, mach mal bitte Panzerbrecher. Schön. Sprunghieb. Klingt nicht gut. Daneben. Du bist ja langweilig. Ey, du musst dem nicht alles nachmachen. Schon wieder daneben. Gottes Willen, seid ihr Lobobs. Ihr seid der Lobobs.
So, dann fügen wir dem jetzt mal ordentlich Schaden zu. Ja, das nenne ich Schaden. Und ja, mit dir greifen wir dann ganz normal an, Spike. Ja, ich glaube, es war gut, dass ich auf Kampfgeist umgestellt habe. Wenn ich mir das mal so anschaue, das war sehr gut. Denn ich sag ja, es hat auch was damit zu tun, wie ich den Gegner besiege. Bei der Ekstase-Technik-Siegeshymne. Orin, mach mir bitte einen Panzerbrecher, damit Spike mal aufräumen kann. Und bei Kampfgeist kommt es natürlich auch darauf an, wie viel Schaden wir dem Gegner zufügen. Ja, das ist toll. Okay. Ah, da sehe ich einen Speicherpunkt. Das ist gut, da sehe ich einen Speicherpunkt. Ich laufe aber gerade wieder vor dem Speicherpunkt weg. Das finde ich blöd. Und gegen euch will ich nicht kämpfen. Du konntest, glaube ich, oder konnte der mit Pollen? Ja, es war mir klar. Es sei denn, Orin, schaffst du den? Komm, 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 komm. Schön. Machen wir mal Orin. Ja, wunderbar. Orin, jetzt haut den... Nein, nicht den. Den sollst du kaputt hauen. Schön. Zauber relativ unwirksam. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich glaube trotzdem, dass ein Waska ausreicht. Wird schon 2800 Schaden zufügen. Oh. Oder auch nicht. Schön gemacht, Orin. Schön gemacht. Bin stolz auf dich. Sehr schön, mein Ekstase ist fast voll und ich laufe irgendwie immer weiter weg von dem. Bin ich im Kreis gelaufen oder was? Nee, bin ich nicht. Gut. Ich habe schon befürchtet, ich bin im Kreis gelaufen. Ein Adamantheim. Oh, ein Hinterhalt. Das ist nicht schön. Dann machen wir mal kurz Hast of Orin, dass der mal ein bisschen schneller ist hier. Es geht ja nicht. So. Und jetzt hat das schnell zu gehen. Oh. Okay. Hey, Bio. Ich habe da mal so eine Idee. Mach ich zweimal Bio auf dich? Kann ich nicht. Ultima kostet 180 MP. Ist das scheiße viel. Ja, normalerweise kostet Ultima nur 90, aber dank Zauberturbo kostet es mich ja 180. Bist du jetzt vergiftet oder nicht? Ja, er ist vergiftet, sieht danach aus. Und es fügt ordentlich Schaden zu. Orin, greif mal weiter an. Ja, Spike, du auch. Lulu, du musst verteidigen. Ja, das Gift zieht ein bisschen was ab, aber nicht wirklich mega viel. So, und tschüss. Sehr schön, meine drei Ekstasen sind voll. Das freut mich. Und ich bekomme hier schon wieder Level-Ups ohne Ende. Ja, hier kann man sehr gut leveln, aber es gibt noch einen Punkt im Spiel, wo man noch besser leveln kann als hier. Und den zeige ich natürlich noch. Den brauche ich dringend. Chance zum Präventivschlag, das finde ich toll. Präventivschlag finde ich immer toll, weil dann kann ich so schnell fliehen. Oh, nicht schon wieder ein Aramantheim. Nein, nicht schon wieder ein Hinterhalt. Aber du gibst gute Erfahrung, muss ich sagen. Komm, den besiegen wir. Den machen wir kalt. Orin, mach mal einen Panzerbrecher. Nee, mach zuerst mal. Hast auf dich selbst. Damit du mal ein bisschen schneller bist. Lulu, du kannst nichts zaubern, das ist scheiße. Nein, doch nicht Feuer!
Ach, natürlich. Der einzige Zauber, den ich machen kann. Und ich mache genau den, der ihn heilt. Natürlich. Dann feuern wir mal weiter an mit Spike. Oh oh. Ich flieh doch mal lieber. Das wäre jetzt ein ewiges Hochgeheile gewesen und... darauf habe ich keinen Bock. So. Wunderbar. Ich glaube, ja, verteilen wir mal kurz die Level. Ja, nochmal 20 MP dazu, das ist schön. Können wir immer gut gebrauchen. Wunderbar. So. Und unser letzter Level 4 Sphärenpass. Hauptsache alles für Lulu verbraten, weil Lulu toll ist. Nein, nicht Rücksphäroid. Oh, scheiße. Das wäre jetzt böse gewesen. Ja, Orin, das ist ganz praktisch, wenn du mal deine Treffer erhöhen. Das ist ganz praktisch mal. Vor allem wichtiger ist mir bei dir allerdings das Geschick, dass das mal erhöht wird. So, wir speichern sicherheitsweise mal. Der ist schon sehr alt, der Speicher, ja. Nicht wundern, dass der Speicher jetzt übrigens irgendwas mit 36 Stunden hat, weil ich habe gute 3 Stunden Blitzball gespielt. Ja. Keine Ahnung, wie lange ich gespielt habe. Ich habe lange Blitzball gespielt. Sehr lange. So, gehen wir doch mal weiter. Was ist denn das? Was zur Hölle ist das da hinten? Oh. Seht ihr ihn? Ja, ihr seht ihn. Ihr habt ihn alle vermisst. Kommt. Ihr habt ihn alle vermisst. Wir haben ihn alle vermisst. Hallo. Mr. Arschfick höchstpersönlich. Warst du beim Friseur? Du siehst nämlich noch beschissen aus als sonst. Ja, danke, Spike. Sin has chosen me. I am part of Sin. I am one with Sin. Forever. Immortal. Sin just absorbed you. I will learn to control it from within. I have all the time in the world. Since you were gracious enough to dispose of Unalesca, the only means of destroying Sin is forever gone. Now nothing can stop us. Well, we can. By all means, try. You should thank me. Your death means your father's life. Ein weiterer Kampf gegen Seymour mit einer diesmal extremst geilen Musik. Also die Musik, die muss man mal genießen. Ach, ich liebe diese Musik, ich finde sie einfach geil. Ja, was machen diese Teile im Hintergrund von Seymour? Das sind, sage ich jetzt mal, Elementarplatten. Je nachdem welche Farbe, ist natürlich ein unterschiedliches Element. Das rechte ist sozusagen die linke Platte. Das heißt, die Elemente, die gerade zu Seymour zeigen, die benutzt er. So leisten, es zeigt viermal rot auf ihn. Das benutzt bedeutet, er benutzt Feuiga. Wenn alle vier auf ihn zeigen, bedeutet das, er benutzt ein ziemlich starkes Feuiga. Würde jetzt dreimal rot auf ihn zeigen und einmal gelb, dann bedeutet das, er greift mich mit Feuiga und mit Blitzga an. Aber allerdings dafür nicht so starke. Ist halt immer so eine Sache. Kimari, komm mal her. Einfach nur, dass du verteidigst. Wobei, nein, lieber intelligenter wär's, wenn ich Yuna holen würde. Und Yuna, du benutzt Ex-Foy. Er zaubert übrigens viermal Feuiga. Nur mal so nebenbei. Soll heißen, auch mit Ex-Blitz bin ich nicht hundertprozentig sicher.